Moin moin und willkommen zurück zu Zero Sievert. Ich muss immer nachdenken, weil ich gerade zocke. Hab so viele Games im Kopf, unnormal. Wir kamen ja gerade aus dem Swamp von Mr. Junk und haben bei ihm mal ordentlich eingekauft. Seinen ganzen Stuff haben wir uns mal angeeignet. Also das, was wir tragen konnten, wohl bemerkt. Und jetzt müssen wir wohl oder übel wieder in den Swamp. Und ich habe mich geirrt, es ist nicht so, dass wir, ach, da war doch, dass wir nochmal eine zweite Gruppe suchen sollen. Nein, jetzt haben wir tatsächlich ein Target. Das ist Big. Also das wird Big sein. Das ist dieses komische blinde Maulwurf-Viech, was gar nicht so geil ist, bin ich ganz ehrlich. Da müssen wir aufpassen. Wir haben noch herausgefunden, dass die Green Army endlich nicht mehr auf uns ballert. Das finde ich auch gut. Finde ich besonders gut tatsächlich. Endlich mal ein bisschen Ruhe. Ach, der Rucksack, 19 Kilo. So nice. Sind 545? Nein, endlich mal eine 762, ey, geil. Ich glaube, die brauchen wir natürlich auch. Ja, das 60er Mag kriegen wir noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Ja, was soll ich sagen? Ich freue mich. Ich komme immer weiter voran hier im Game. Will ich sagen, dass es immer leicht erhöht, aber es wird immer angenehmer. HP brauchen wir für Big, glaube ich. Gleich mal ein eigenes zum Anfang der Folge. Wie gesagt, wem das hier gefällt, ne? Wem dieses Gameplay gefällt oder wem auch andere Gameplays gefallen, die gerade bei mir am Start sind. Oder eventuell nicht mehr am Start sind, aber immer noch da sind, ne? Gerne einen Like da lassen, gerne einen Kommentar verfassen, wenn ihr noch Ideen habt zu diesem Spiel, zu einem anderen Spiel, keine Ahnung. Mehrt euch da gerne bei mir aus. Ich freue mich drüber, Kommentare zu lesen. Keine Frage. Wie gesagt, liken, abonnieren. Unnormal wichtig. Ist das beste Feedback. Keine Frage. Und es bringt den Kanal halt unnormal weiter. Gut. So viel erstmal dazu. Target Big. Oder auch Maulwurfvieh, wie ich es einfach mal ganz stumpf nenne. Okay, erst lassen wir erstmal drinne. Wir wissen ja nicht, worauf wir hier stoßen. Wir haben immer noch die Crimson Company, die uns gerne den Arsch aufknüpfen will. Deswegen kann es nicht schaden, eine penetrierende Kugel im Lauf zu haben. Ganz easy. Aber mal schauen hier. Ja, dieser schmale Gang ist vielleicht nicht der beste Weg. Ihr könnt nicht ausweichen oder ähnliches. Dann haben wir gleich ein paar Targets, gleich mal HP rein. Schönes, konzentriertes Einzelfeuer. Am nix ist mit Anschleichen hier. Easy. Das ging unerwartet gut. Hier nochmal die Moon wechseln, wieder rauf auf PS. Scheiße. Der Blink hat uns schon eine ganze Weile gestunken scheinbar. Die Dusche ist teuer. Was willst du machen? So schnell nachladen. Hier ist richtig was los, ne? Kurz vorm Big. Sehr unangenehm. Also ich gehe davon aus, dass es ein Big ist. Aber so kenne ich das. Aber ich bin lieber vorsichtig. Man wird lieber vorsichtiger. Nice. Die Schützentruppe. Die werden wir für unseren Vorteil ausnutzen. Kann man sich nur bedanken, dass die gerade hier sind. Aber die werden sich nicht bei mir bedanken, dass die mich gefunden haben. B-Quest complete. Lol. Irgendwer. Oder was? Hat Big. hat Big gekillt. Und wir mussten nichts tun, ey. Unnormal. Was. Ich hoffe nicht, dass es ein Bug war. Lol. Das ist ja unnormal. Einfach tot. Nice.
Na gut, ne, wer sich beschwert, ne? Super. Vic ist einfach tot. Einfach Insta-Kill. So leicht hatte ich die Quest noch nie. Ist ein Geschenk. Crimson. Eine Crimson-Leiche. Die fassen wir gleich mal an. Hat leider nur. Oh, eine Glock dabei. Ist ja nicht schlimm. Vielleicht braucht man die ja doch mal. Einfach mal so aus Spaß, an der Freude. Rüstung nehmen wir mit. Ah, was ist hier passiert, Junge? Hier, nochmal ein Loot-Spot. Geh mal weg. 545. Repair Kits. Rüstung. Ja, die haben sich hier wohl über den Haufen geballert, die Jungs, ne? Ruhe bewahren. Oh Gott, oh Gott. Der Makarov will er uns richtig eine reinwürgen. Nice. Zu so einem Repair Kit sage ich natürlich nicht nein. Dazu schon. Muss reichen. Mehr kriegen wir nicht mit. Dann machen wir natürlich wieder schön Crap Material draus. Schön Crap geiern, ey. Unnormal, ne? Also. Das. Hätte man vorher nie so gemacht. Nie. Aber man braucht ja auch nur von jeder Waffe eine. Man ist ja. Man hat ja nichts verloren, wenn man stirbt, ne? Super, ich liebe diese Veränderung. Auch wenn ich mich teilweise sehr gut drüber aufregen kann. Hase. Gut. Das war's schon wieder mit dem Raid. Super. Nice and clean reingegangen. Und wohlbemerkt auch wieder raus, ne? Viel wichtiger. So, Green Army, ich habe euch ein bisschen Stuff mitgebracht. Ich werde mal so viel verkaufen, wie geht. So, Task ist erledigt. Big war auf einmal tot. Können wir uns schon mal Munition für 6er mal 51. Task. Eine Task mehr. Okay. Bis hierher zumindest. Müssen wir bestimmt beim Barmann weitermachen, ne? Raiden! So, Leute, ich habe hier ein bisschen was für euch. Das könnt ihr haben. Das könnt ihr. Mal gucken, wir haben einen 100.000er Cap. Brauche ich alles? Das könnt ihr haben. Nö. Für den schmalen Taler behalte ich es. Gut, war doch nicht so viel. Bin ich ehrlich. Scrappen wir lieber. Die nicht. Die ist gut gemoddet. Mit einem langen Lauf tatsächlich auch noch. Bauen wir um. Warte mal, kriege ich denn schon was? Ich hatte mal eins. Mal einen Handschutz gehabt. Habe ich ja wieder verpellt. Schnelllademagazin ist auch dran. Wunderbar. Schieben wir mal wieder alles rüber. Obwohl, das sind ja Kaliber, die können ja eigentlich auf die andere Seite. Dann haben wir hier das so russisch angehauchte alles. Hier so zack, 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 zack. Das kommt auch noch auf die andere Seite. Kommt rüber, ne? Dann haben wir das hier schon mal alles so auf einen Spot quasi. Bisschen sortiert. Kommt rüber, nice. Wird verkauft oder gecrapped, besser gesagt. Crap ist wertvoller. Wird knapp, ne? Wird knapp. Haben wir immer noch Gregory's Ring? Haben wir doch abgegeben. Eigentlich.
Kleiner Bug vielleicht. Das kommt alles hierher, das kommt auch hierher. Repkits, wie sieht's aus eigentlich? Gut. Glatt gefeilt, die Kiste. Wir müssen anfangen hier zu bauen, ne? Wir haben so viele Materialien. Die müssen alle weg. Also nicht weg, aber bearbeitet werden, sodass man auch was von hat, ne? Man soll ja nicht einfach nur blind sammeln, da muss ja auch mal was bei rumkommen, ne? Das werden wir natürlich gleich mal prüfen. Kissen. Shooting Range, was bringt uns das? Shooting Skill war das. Brauchen wir nicht. Haben wir schon. Rap-Sammler, kann alles Mögliche drin sein. So, dreimal Seife, ein Kissen und dann noch Peroxid. Extras wäre die Lichterkette. Brauchen wir nicht. Attachments, genau, kicken wir mal durch. Also das hier fällt schon mal aus. Fällt aus wegen Bodennebel, gib mir mal hier was. Passt, passt, passt. Na, den müssen wir doch wieder ranschrauben hier, ne? Wo ist es denn? Oh, da ist es doch. So. Wunderbar. Wunderbar, ich freue mich. Boogie, Rinnenkopf. Das wird verkauft. Und dann müssen wir mal schauen, was jetzt die Quests sagen. Banditen noch ein paar killen. Shepard, das ist von Shepard. Vielleicht hat Shepard jetzt schon was Neues für uns. Shepard, sag mal was. Briefcase? Black Briefcase. Wo denn? Man von gerade Briefcase, das Elektronik kommen wir nicht. Haben die Rekruten. Super. Im Südosten. Jawohl. Ach ja, deswegen konnte ich nicht. Eine Reputation. Ah, das ist halt so, ne? Kannst du nicht machen. Boah. 36. Echte Waffen. Das ist doch hier auch der, ja. Wieder alte Klappschulterstütze. Geliebt und gehasst. So. Ja, müssen wir Banditen killen, ne? Ich weiß, was wir machen. Wollen wir mal Latze auf den Sack gehen? Natürlich wollt ihr Latze auf den Sack gehen. Na, was frage ich da eigentlich? Da müssen wir auch mal gemacht haben. 17 Uhr, wir haben nicht viel Zeit. Rinn raus, fertig. Ne? Müssen wir mal ein bisschen was riskieren, ne? Ein bisschen Gear investieren, um Gear zu bekommen. Sind kurze Wege. Oder mal PS drin. PS ist drin. Okay, machen wir mal HP drin. Dann löten wir mal die Wölfe schnell weg. Eigentlich mein Bandit, den ihr hier gekillt habt, ihr Mistviecher. Die kippen. Sag danke, ne? Für den kleinen. Für die kleine Finanzspritze. So. Hier ist es am Start. Hier ist die freie Fläche aller freien Flächen. Offen. In Dude. Hier ist das falsche Magazin dran, ne? Also falsche Magazin heißt, es geht schnell, Lademagazin. Er sieht mich nicht. So, down. Ich glaube, das wart aber noch nicht. Wer sind Sie denn?
wurde hier schon mal um eine Ecke abgeknallt, ne? Das wird mir nie wieder passieren. Latzer, Junge. Ist der Freund. Schade, dass wir uns immer nur von Lauf zu Lauf begegnen, ne? Du bist bestimmt ein richtig cooler Dude. So, wie sieht hier aus? Munition, her damit. Repair Kits für kleine Kaliber. Schneller nochmal ziehen. Die Waffe brauche ich nicht, aber die eher noch kippen. Die Juden aber, ne? Nicht die Dinger hier aus Polen. Sondern die richtig, richtig Juden. Juden-Dinger. So. Kriegen wir mal lieber. Nicht, dass hier neuerdings auch Dudes drin sind. Wieder Jute kippen. Los. Er hat auch ein Lotto gewonnen, ne? Kann nur. Ein Speil wird wir brauchen. Hier Kochtöpfe haben wir. Siehst du die Küche? Kann ich die Küche bauen? Verdammt. Was fehlt mir da? Viel Energy ist nicht gesund. Kann nicht gesund sein. Weiß ich nicht. Brauche ich die noch? Göffel hier. Nehmen wir mal mit. Ein Drill. Kann man eigentlich immer hier brauchen. Zumindest wie viel Repair Kit? Eins. Eins. Noch ein Drill. Messer. Ja, der gute Stuff kommt ja. Ich hab euch schon mal erzählt, dass mein Game hier mal abgestürzt ist, als ich endlich mal drinne war. Hab die erste Kiste angefasst. Boom. Hat sich mal das Game einfach mal so ganz entspannt abgeschalten. Fand ich gar nicht so lustig. So. Kohle ist eine Schwert. Parfüm. Was ist denn auch das Parfüm? Nein, leider nicht. So, Waffenkiste 2. Ich sehe nur Müll. Wird es am liebsten gleich in der Hosentasche. Rappen. Aber wir müssen doch leider alles mitnehmen und können das erst zu Hause machen. Ja, wir nehmen alles mit. Wer sich fragt, ey, was mit ihm? Warum nimmt er denn alles mit? Weil wir arm sind. Verdammte Axt. Einfach nur arm sind. Oh, warte mal, der Grip hier, der ist gut. Das ist nice. Das ist gut. Das ist gut. Lauf geht auch immer. Alles klar. Ab nach Hause. Wird dunkel. Ich habe Angst im Dunkeln. Also machen wir, dass wir jetzt hier nach Hause kommen. Ein Lichtlein haben wir leider nicht. Machen wir nochmal BT rein. Für den Fall, dass wir hier noch auf irgendwas Unangenehmes stoßen. HP, egal. Ich denke mal, das ist das Unangenehmste, worauf wir stoßen jetzt hier noch kurz vorm Exit. Eine Aussage hat mir schon mal das Leben gekostet, ich weiß. Ich weiß. Ich war dabei. Wohl bemerkt. Okay, wir sind da. Alles ist gut. Keine Wölfe. Ah, ein Ding. Latzer und seine Jungs, immer eine coole Sache eigentlich. Ist immer ein cooles Ding. Jetzt gehen wir mal kurz an der Werkbank ran. Da war die Küche. Na, es fehlen immer da. Fehlen doch noch Jabelmesser. Ich dachte, ich hatte schon so viel. Oh, ich hab's auch wirklich nur gedacht. Mehr auch nicht. Was? Hat's völlig anders in Erinnerung. Gabel. Nicht mal ein verdammtes Messer habe ich dabei. Drill haben wir hier noch, können wir verkaufen. Den nehme ich auch noch raus tatsächlich. Ich kann nicht mal crappen, ne? So wirklich. Weil ich eigentlich voll bin. Russisch.
Muss ich erstmal untersortieren. Größtenteils. Weil ich nichts scrappen kann. Ist blöd. So, das kommt hier rein. Das auch. Vielleicht mal sind Schrotmumpeln. Wir gehen erstmal verkaufen. Wo gehen wir verkaufen? Vendetta haben wir erledigt. Bei Shepard. Und ich gehe mal stark davon aus, wenn wir jetzt abgeben. Ah, wir kommen auf 150. Wir haben jetzt 102. Task abgeben. Und was brauche ich denn? Oder was wollen wir denn? Gear-Lava. Gear-Lava. So. Oh, 8 Punkte noch. Dann haben wir 150. Wollen wir bräuchtet? Nee, noch nicht. Das können wir nochmal verkaufen. So. Ich hab extra viel mit euch getradet. Komm. 151. Jawohl. Gerne die nächste Task. Jawohl. Na, dann wissen wir, was wir in der nächsten Folge machen. Folge ist zu Ende, konnte man gerade so raushören. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Danke fürs Dranbleiben. Danke fürs Unterstützen, Liken und Abonnieren. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bei, keine Ahnung, was euch besser gefällt. Zero Sievert Vintage Story. Captain of Industry. Oder, na, je nachdem, was gerade so läuft. Will noch nichts teasern, falls ich es noch nicht veröffentlicht habe. Aber so ist der Stand. Also dann, reingehauen. Danke. Okay.